wichtige Neuigkeiten. Wir sehen Aufnahmen von unserem Helikopter. Steve, ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Mensch, Steve, ich kann es auch nicht fassen, was ich hier sehe. Und zwar geht hier gerade wieder alles kaputt. Mann. Diese arme Umgebung. Die muss ich ja mittlerweile hier fürchten, dass sie noch 5 Minuten länger erhalten bleibt. Brutal. Übrigens, oben in der Ecke, unser... Ach nee, ich kann die Dinger ja gar nicht kaputt machen. Unsere Kombinationsanzeigeleiste, in Anführungsstrichen, die uns sozusagen beschreibt, wie cool wir gerade uns durch die Welt bewegen. Na, das war jetzt gerade Mist. Und mittlerweile sind wir sogar bei A angekommen. Ey, hallo auch. Hey, komm hier runter und kämpf. Witzig verarschen. So, schnell hier hin, bevor es noch erwischt. Naja, das ging ja mal gut. Und, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt hier... Verschwinde. Guten Tag auch. Und nochmal, guten Tag. Ah, guten Tag! Du kleines Mistviech. Und ich weiß gar nicht, soll ich jetzt hier viel über das Spiel labern? Oder soll ich jetzt mehr so... Ich mache jetzt hier einfach so den kompletten Insider. Und zwar gibt es ja bereits, ich glaube, 3 Vorgänger? 4 Vorgänger? Ich glaube 4. Ach, guck mal, was haben wir denn hier in der Tür? Von DMC. Beziehungsweise nicht DMC, also Devil May Cry hießen die damals einfach. Und das ist jetzt wirklich DMC, Devil May Cry, ein komplettes Remake der Reihe. Und wir haben nicht genug Kupferschlüssel. Was auch immer Kupferschlüssel sein mögen. Werden wir sicher auch noch finden im Verlauf des Spiels. Oh, guck mal, ein Spiegel. Guten Tag auch. So hässlich ist doch unser Spiegelbild. Der Junge hört sich nicht mehr ganz so gesund an. Hat wohl ein bisschen Nasennebenhöhlenvereiterung oder sowas. Gibt's ja, ist ja nicht sehr angenehm. Oh, guck mal da. Hallo. Na, wie geht's so? So, mal wieder so eine verlorene Seele gefunden. Und irgend so ein Ding da zerhackt. Geht auch immer. Oh, hier kommt man nicht durch. Ist gemein. Und ansonsten, haben wir hier noch sonst irgendwas? Ach ja. Tag auf. Sehr lustig, sehr lustig. Finde ich auch zum Totlachen. Und unser Dante ist natürlich der super coole. Wird man auch oft im Spiel merken. Hat man ja zum Glück auch im Intro gar nicht gemerkt, dass er sich so richtig schön nichts anmerken lässt und so. Ist ja hier voll der super, super, mega Macho. Nee, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Typ und ein sehr, komischer Typ. Deswegen, weil er noch einige Geheimnisse in sich hat, die wir im Laufe des FPs sicher noch erfahren werden. Und da vorne ist der Ausgang, ich freue mich. Ein Ausgang, klasse. Ja, sich auch. Oh. Nicht klasse. Ja, was auch immer. Ach ja, was auch immer, um es mit Dantes Worten auszudrücken. Hui. Ja, ja, ja. Reg mich nicht so auf. So, na komm her. Juhu! Und nebenbei auch immer unsere Kombinations-Ranking-Leiste in Anführungsstrichen, wo darauf angezeigt wird, was wir halt für Kombinationen gerade gemacht haben. Hier kommen wir auch wunderbar rüber und hier auch durch. Mann! Tja. Warum nicht? Er ist kugelsicher.
Ah ja. Okay, machen wir, machen wir. Nehmen wir vorher noch gerade den Krepp hier in der Ecke mit. Ich meine, ein bisschen Zeit lassen, um Geld einzusammeln, muss man doch auch. So, aber mehr gibt's ja auch nicht. Und hier ist eine heilige Statue. Die können wir gerade mal benutzen. Und wir haben eine Verbesserung schon wieder. Mann, 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 Mann. Und wir nehmen gerade doch einfach mal das Roulette. Zweimal in der Luft und dann Pause und dann nochmal. Ja gut, machen wir. So. Gut. Und dann folgen wir mal wieder dem Mädel da vorne. Wo auch immer die da hinrennen möchte mit uns. Bin ja gespannt. Oh. Ja, super. Die Häuser haben ja alle irgendwelche ganz tollen neuen Technologien, mit denen man sich in die Luft transportieren kann, wie die Terraner in StarCraft 2. Hui! Also gut. Kämpfen wir. Ah. Jäger. Ich hoffe, ich habe den Ton nicht zu laut eingestellt. Also den Dingens-Ton. Also den, ihr wisst schon hier. Den Ingame-Sound. Damit das nicht hier die ganze Zeit über mich rüberfliegt und ich überhaupt nicht mehr zu hören bin. Aber ich pege das dann nach der Arbeitung schon wieder ein. So, und wir hauen jetzt mal ordentlich diesen Scheiß wie hier auf das Maul. Und damit ich auch mal ein bisschen Kombos kriege, versuche ich mal ein bisschen abwechslungsreich drauf zu ballern. Hui. Weil wenn man zu lange die gleiche Kombination macht, dann kriegt man Probleme, weil man keine Punkte kriegt. Hui. Nee, anscheinend ja nicht so wirklich. Und wir kriegen ihn ja ganz schön schnell down, wie ich gerade sehe. So hart ist er dann doch nicht. Ja, ja, ja. Man ist lahmsam und langsam. Klar. Was hat der eigentlich für einen Rucksack auf dem Rücken? Hallo. Oh nein. Der Schatten, der Schatten, der Schatten. Ja. So, immer schön aufs Maul. Savage! Woo! Okay. Was ist das? Wow. Wehe, wehe, wehe. So, ja, das ist ja nicht so weiter wild. Wirft er hier einfach mit Messern um sich. Hat ihm seine Mutter nichts beigebracht. Hui. Ist doch ungesund. Könnte doch jemand verletzt werden. So, okay, den haben wir gleich. Ich baller mir jetzt gerade einfach die Finger wund. Hui. Na bitte. Aus und vorbei. Sohn des Spardas. Du bist entdeckt. Zeit zu sterben, wie deine Hurenmutter. Hurenmutter? Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute gesagt. Meine Mutter. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte.
Ich hab dir doch geholfen. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag, der am Pier im Westen der Stadt stattgefunden hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein, da weitere Anschläge jederzeit, überall und, wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte, Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Tja, und damit hätten wir die Mission abgeschlossen mit einem Endpunktstand von 101.627 Punkten plus nochmal eine super Zeit und einen, naja, mittelmäßigen Fortschritt. Und wir haben einen Gegenstand verwendet, einfach mal so, und deswegen einen Abzug gekriegt. Also dürfen wir keine Gegenstände verwenden eigentlich, aber ist ja auch wurscht. Wir haben also die Endpunktzahl S mit 2.124.167 Punkten. Wow. Und wir haben knapp eine und ein bisschen was Verbesserung erhalten. Super. So, Missionsbonus und Bossbonus auch. Okay, schön. Damit denke ich einfach mal, wir starten die nächste Mission. Ja, nicht wahr? Ist doch ganz gut so. Und ich spiele übrigens die PC-Version mit Controller, falls man das jetzt gerade nicht gemerkt hat. So. Aber weil die Xbox-Version, da hatte ich jetzt gerade irgendwie keinen Bock drauf, weil, ja, die war irgendwie dreimal so teuer oder irgendwie sowas. Naja, insofern jetzt mit PC-Version. Gut, Missionen beginnen auf Mensch, ist doch mal ganz nett. Ich gucke aber vorher trotzdem nochmal in den Laden und gucken wir uns mal Verbesserungen an, was wir da so haben. Und zwar könnten wir doch jetzt hier gerade nochmal Roulette Stufe 2, habe ich jetzt bis jetzt gar nicht verwendet. Aber wir hatten auch nur einen Bosskampf, insofern, was soll's. Schnellstufe. Das wird nochmal nicht schlecht. Haben wir noch zwei zusätzliche Stoßwellen hier. Und bei dem anderen, ja, gut, ist auch nicht schlecht. So. Gegenstände, brauchen wir da jetzt irgendwas? So ein Gesundheitskreuz wäre immer nicht schlecht. Aber lassen wir erstmal. Und wir gehen jetzt mal in die nächste Mission.